Na ja, solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Edward Kenway ist... Aber so hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Oui, oui. Ganz genau. Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Gut. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Mach's gut, Letitia. Salut, hey, danke, dass Sie kommen konnten. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Tobak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine schöne Stadt, nicht? Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, en son crise, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Naturellement. Okay. Das finde ich jetzt interessant, dass die wirklich einfach irgendeinem 0815-Mitarbeiter, der hier den ersten Tag ist, einfach schon mal sowas anvertrauen, wie eine wichtige Aufgabe, mal eben was über das Observatorium zu finden, weil ich meine, mit diesem Edensplitter ganz am Anfang in Assassin's Creed 1, halt mal die Schnauze da draußen, da haben sie eine riesengeheime Einrichtung gebaut mit einem Animus, nur um dieses Ding zu finden, und jetzt geben die das irgendjemanden, diesen Auftrag, irgendjemanden aus der Entertainment-Abteilung, so ein streng geheimes Ding, erscheint mir irgendwie ein bisschen unglaubhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was haben wir denn da? Haftnotiz 19. In das Grau, die digitale Grenze, die Singularität. Der Raum, in dem sie sich aufhält, der sowohl aus Licht als auch aus der Verkörperung der Dunkelheit besteht. Wir nennen es das Grau. Sei es, dass wir Instrumente ihres Willens sind, Instrumente des ersten Willens, des ursprünglichen, Wo bin ich denn? Ach da, des ursprünglichen Willens. Des ursprünglichen Willens. Wir übermitteln der Welt dieses Credo. Dankeschön, jetzt wäre ich bereit gewesen, noch mehr vorzulesen. Aber nein, der Text muss ja schon enden. Das ist sehr schade. Ich hätte gerne noch sehr viel mehr vorgelesen. Zum Beispiel Texte wie: Sieht es für Ninjas und Cowboys derzeit eher schwierig aus? In Produktion. Abstergo Entertainment. Jetzt bin ich in meiner Vorlesstimme. Erinnerung, nach der Entdeckung sensibler Informationen ist das Edward Kenway Projekt weiterhin als streng vertraulich einzustoßen. Einzustoßen. Sehr schön. Stoßen wir das Projekt einfach in Grund und Boden. Guten Tag, die Dame. Haben Sie mir vielleicht noch irgendwas mitzuteilen? Hi, John aus der IT nochmal. Hast du eine Sekunde? Nein. Gut. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf der Etage komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Na, mache ich doch glatt. Für dich, Schnuckiputz, mache ich alles. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. Wieso auch zu hassen? Wer hasst mich denn? Wer hasst mich denn? Das stimmt mich jetzt nachdenklich. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Oh, geil. Sicherheitsstufe 1. Und ich führe dich da durch. So, gehen wir in die Workstation und loggen uns ein.
Mercator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Was? Hä? An die Daten kommen? Was für Daten denn? Ah. Du hast es. Gut. Jetzt lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich Meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case über Subjekt 17, das mit Miles. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab. Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Obduktionsbericht Subjekt 17. Ein Team zur Probeentnahme beschreibt, wie die Überreste von Subjekt 17 zur Nutzung im Sample 7 Team Project eingesammelt wurden. Ja. Die haben tatsächlich den Tempel gefunden und Desmond untersucht und seine ganzen Sachen mitgenommen. Seine ganzen Informationen, seine ganzen Daten. Alles, was er so aus Assassinenkreisen wusste, ist jetzt im Besitz der Templer. Hey, du bist ja besser, als ich gehofft hatte, und jetzt im Eilschritt runter in die Lobby, na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartete unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine, nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal, sei kein Kollegenschwein, hm? Außer du kannst nicht anders. Der Typ. Dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, nur weil ich jetzt die ganzen hacken kann, sollte ich das nicht tun, sagst du, ja. Nein, ich habe mich Wort für Wort ans Rezept gehalten. Das ist Kunst, Sean, keine Wissenschaft. Sean und Rebecca, die ist mir schon in einer der vorherigen Folgen aufgefallen. Ich war mir nur nicht sicher, ob sie das wirklich ist. Deswegen habe ich nichts gesagt. Ist das Rebecca und Sean? Haben die sich hier eingeschleust? Bin ich vielleicht Desmond? Bin ich ein Klon? Ich weiß es nicht. Wer bin ich überhaupt? Das kann doch kein Zufall sein, dass die beiden hier bei Abstergo arbeiten. Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Ist demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Die haben sich hier eingeschlossen. Hey, gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Danke dir. Darf ich auch mal was sagen? Ich glaube nicht, dass die beiden hier wirklich arbeiten. Die haben sich nur irgendwie so ein bisschen eingeschleust. Ich meine, er verkauft hier Kaffee, ja.
und ist da, ja, keine Ahnung, kann da vielleicht so ein bisschen die brandheißen News mitbekommen. Und sie ist irgendwie so eine Art Kurier und kann hier immer die sensiblen Daten abfangen. Ja, hier jetzt zum Beispiel der Obduktionsbericht von Desmond. Ist ja schon eine recht vertrauliche... Hallo? Gestohlen? Wir sollten uns mal diese Sicherheitsfirma aus Chicago ansehen. Die wissen, was sie tun. Beunruhigend, dass nicht mal unsere Arbeitsplätze sicher sind. Es sind nicht 30 Grad. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Also ich glaube, dass die auf jeden Fall sensible Daten mitgehen lässt und die vielleicht an die Assassinen überträgt. Und vielleicht bin ja ich auch ein Undercover-Assassine, ich weiß es nicht. Weil es war ja mein erster Tag und ich bin mit dem Edward Kenway-Fall betraut worden und ich soll das Observatorium finden und das sind ja sicherlich Ziele, die nicht nur für die Templer interessant sind, sondern auch für die Assassinen. Vielleicht bin ich ein Undercover-Agent, ich weiß es nicht, ich spekuliere nur. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal zurück zu unserer Workstation, zurück in den Animus und gucken mal, was Edward so treibt. Also wie gesagt, meine Überlegungen hier sind alle rein hypothetisch, alles Spekulation. Ich kenne das Spiel nicht, ich weiß nicht, wie es verläuft. Ich kann also niemanden spoilern. Ich überlege nur im Stillen für mich. Nein, nicht im Stillen. Ich zwinge euch allen meine Meinung auf oder meine Ansichten. Aber egal, deswegen guckt ihr das ja. So. Auf Niveau 2, voulez-vous croissant? Support in die zweite Etage, Sample 17 Projekt. Sample 17. Ja, das ist... Desmond. So, wo ist denn mein Workplace? Hier irgendwo war das, ne? Das da. Hä? Was? Oh, der Mülleimer war im Weg. So, hier rein. Und ab in den Animus.